Ihr habt 2. Korinther Kapitel 6 gelesen und der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 14, wo es heißt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und der Titel meiner Predigt ist Ökumene im Licht der Bibel oder besser gesagt die ökumenische Bewegung im Licht der Bibel. Bevor ich auf diesen Vers eingehe, möchte ich erstmal eine Definition geben, eine allgemeine Definition, was die ökumenische Bewegung ist. Das ist eine Bewegung der christlichen Kirchen und Konfessionen zur Einigung in Fragen des Glaubens und zum gemeinsamen Handeln. Ist eine allgemeine Definition, die man finden kann. Also sogenannte christliche Kirchen, wir wissen natürlich, sie sind nicht alle christlich. Die meisten von ihnen sind nicht wirklich christlich, sie sind nicht gerettet. Sie tun sich zusammen, christliche Kirchen und Konfessionen, sie tun sich zusammen zur Einigung in Fragen des Glaubens und zum gemeinsamen Handeln. Das Wort Ökumene an sich ist ganz einfach aus dem Griechischen übernommen worden ins Deutsche. Und das Wort an sich bedeutet eigentlich Erde, Erdkreis, so wird es manchmal übersetzt. Aber es wird darauf bezogen in der ökumenischen Bewegung, dass es halt eine weltweite Einheit aller Christen geben soll. Nicht nur Katholiken wollen das, sondern auch der durchschnittliche Freikirchler betet für die Einheit aller Christen, nicht wahr? Aber das ist keine biblische Idee, lass mich das gleich sagen, dass alle Christen irgendwie vereint sein sollten. Das ist keine biblische Idee. Wir sind in unserer Kirche hier vor Ort vereint. Das ist die Einheit, die wir haben sollen. Aber nicht, dass wir irgendwie mit allen möglichen Christen, sogenannten Christen und Konfessionen, die komplett andere, unbiblische Lehren haben als wir, nicht, dass wir mit ihnen einfach zusammenarbeiten, dass wir mit ihnen Einheit machen. Das ist eine unbiblische Idee. Es gibt nicht die eine wahre Definition von Ökumene bzw. ökumenischer Bewegung, denn es gibt verschiedene Vorstellungen dazu, wie das auszusehen hat. Verschiedene Kirchen haben verschiedene Vorstellungen von der ökumenischen Bewegung. Beispielsweise heißt es auf katholisch.de, aus katholischer Sicht muss das Ziel aller Gespräche letztlich die vollständige und sichtbare Einheit sein. Das heißt nicht, dass die Protestanten unter Aufgabe ihrer kompletten Traditionen und Riten einfach der katholischen Kirche beitreten sollen. Aber es bedeutet, dass Katholiken und Protestanten auch institutionell eine Kirche bilden. Also die katholische Kirche will natürlich die religiöse Weltherrschaft. Das ist klar das Ziel der katholischen Kirche. Katholisch bedeutet allgemein, universell, allumfassend. Und du siehst schon, wie das mit dem Begriff Ökumene einhergeht. Die Einheit aller Christen. Die katholische Kirche als der religiöse Arm des ehemaligen Römischen Reiches hatte natürlich genauso wie das Römische Reich selbst, denn Staat und Kirche waren im Römischen Reich miteinander verbunden. Das katholische Christentum war Staatsreligion. Natürlich war es das Ziel, dass alle eben in der Mutterkirche vereint sind. Und es ist bis heute diese Vorstellung, dass es nur diese eine weltweite wahre Kirche gibt. Und alle sollen möglichst natürlich zur Mutterkirche zurückkommen. Und wir bilden eine Institution. Ja, es bedeutet, heißt es auf katholisch.de, dass Katholiken und Protestanten auch institutionell eine Kirche bilden. Es soll auch eine sichtbare Einheit sein. Nicht irgendwie nur eine geistliche Einheit. Wir sind alle im Geiste vereint, wir sind alle Christen, aber wir haben natürlich unterschiedliche Kirchen. Sondern nach katholischer Vorstellung wäre das Ideal, buchstäblich eine einzige sichtbare Kirche. Nun, ich muss dir nicht dazu sagen, dass es keine biblische Vorstellung ist. Ich meine, immer wieder werden in der Bibel mehrere Kirchen erwähnt. In der Offenbarung gibt es den Brief an die 7 Kirchen, nicht wahr? Es gibt nicht nur eine wahre Kirche. Ökumene ist im Kern, wenn man so will, eigentlich eine durch und durch katholische Idee. Und da würden mir manche widersprechen, aber es geht sehr gut einher mit der katholischen Idee, eben eine einzig wahre Kirche zu haben. Und diese Aussage finden wir auch mehr oder weniger im apostolischen Glaubensbekenntnis. Das apostolische Glaubensbekenntnis wird nicht nur von Katholiken, sondern auch von Protestanten rezitiert. Und ich habe das auch rezitiert, damals in der evangelischen Kirche. Wo es dann am Ende nämlich heißt, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Und ja, typischerweise in evangelischen Landeskirchen wird es abgeändert und man sagt, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Aber eigentlich heißt das Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Und auch Protestanten
Traditionelle Protestanten zitieren heilige katholische Kirche. Traditionell sehen sich Protestanten als Katholiken. Und du denkst jetzt vielleicht aber, dass das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist so früh entstanden, da gab es noch nicht unbedingt dieselbe Institution, katholische Kirche, wie wir sie heute kennen. Aber hier ist das Ding, es spielt keine Rolle, es ist trotzdem dasselbe Prinzip. Das Prinzip ist der Glaube an eine katholische, das heißt universelle, allumfassende Kirche. Nun, wir als Baptisten glauben das nicht. Denn eine Kirche laut der Bibel ist die Versammlung von Gläubigen. Bin ich mit allen Gläubigen in der Welt versammelt? Nein. Wir sind nur hier in Faithful World wirklich zusammen versammelt. Das ist hier eine Kirche. Es gibt mehrere Kirchen. Traditionell sehen sich Protestanten auch als Katholiken. Protestanten haben natürlich nicht dasselbe Verständnis von Ökumene. Beispielsweise würden Protestanten nicht den Papst als Oberhaupt anerkennen. Nicht wahr? Sie würden, ich meine, laut Luther ist der Papst nicht der Stellvertreter Christi, sondern der Stellvertreter der Hölle. So etwas Ähnliches hat er gesagt. Natürlich werden sie nicht den Papst einfach so als Oberhaupt der Kirche anerkennen. Aber lass mich dir das sagen. Protestanten, echte Protestanten, nicht der durchschnittliche evangelische Sonntags- oder maximal Weihnachten-Kirchengänger, sondern Protestanten, die tatsächlich protestantische Lehre glauben. Sie würden dasselbe Verständnis von Ökumene haben wie die katholische Kirche, würde die katholische Kirche sich reformieren. Denn Protestanten sind im letzten Endes Katholiken. Luther hat selbst gesagt, dass er die Kirche nicht verlassen hat, sondern die Kirche hat ihn verlassen. Luther hat sich im Kern natürlich immer noch als Katholik gesehen. Warum heißen Protestanten Protestanten? Weil sie gegen aus ihrer Sicht falsche Lehren der katholischen ihrer eigenen Kirche protestieren. Würde die katholische Kirche sich reformieren, was natürlich nicht wirklich passieren wird, dann hätten Protestanten dasselbe Verständnis von Ökumene wie die katholische Kirche, dass wir eine Institution bilden, eine Kirche und nicht mehrere Kirchen haben, die halt im Geist irgendwie ökumenisch sind, sondern buchstäblich eine Kirche. Spätestens, lass mich dir das sagen, spätestens mit dem Antichristen wird diese Reformation der katholischen Kirche kommen, wenn man so will. Das sage ich jetzt natürlich etwas sarkastisch. Es ist nicht so, dass die katholische Kirche sich wirklich reformieren wird, aber spätestens mit dem Antichristen wird es diese wunderbare, schöne Idee einer weltweiten Kirche geben. Denn ich meine, wenn der Antichrist regieren wird, an die Macht kommen wird, Katholiken werden ihn anerkennen, bin ich mir sicher. Sie werden denken, das ist Christus. Also brauchen sie natürlich keinen Stellvertreter auf Erden mehr, sondern sie haben ihren Christus auf Erden, ihren falschen Christus auf Erden, ihren Antichristen. Und dann wird es buchstäblich eine weltweite Kirche geben. Denn wir lesen in der Offenbarung, dass alle ihn anbeten werden, die nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von grundlegender Welt. Nicht wahr? Was ist die evangelische Vorstellung? Die evangelische Vorstellung ist nicht unbedingt, wir treten der katholischen Kirche bei, wir gehen zurück zur Mutterkirche. Wie schon gesagt, Protestanten würden nicht den Papst als Oberhaupt jetzt, so wie er ist, anerkennen. Aber es gibt Bemühungen, den Papst als Ehrenoberhaupt anzuerkennen lassen seitens der katholischen Kirche. Auf evangelisch.de heißt es, der Vatikan hat ein Dokument vorgestellt, das die Stellung des Papstes innerhalb der christlichen Kirchen in Ost und West verändern könnte. In dem Studiendokument mit dem Titel Der Bischof von Rom, das mit Zustimmung von Papst Franziskus am Donnerstag in Rom veröffentlicht wurde, der Artikel ist, glaube ich, vom 13.06., das ist eine aktuelle Sache, geht es vor allem um die Vormachtstellung des Papstes gegenüber anderen Kirchenoberhäuptern. In dem Text wird vorgeschlagen, dass diese den Papst als Ehrenoberhaupt akzeptieren. Ein neues Verständnis des Papstprimats und eine veränderte Ausübung dessen sollten zur Wiederherstellung der Einheit der Christen beitragen. Das ist nicht eine schöne Vorstellung, einfach die Einheit aller Christen. Wir machen einfach alle Einheit, zusammen mit all den abgefallenen falschen Propheten machen wir Einheit und haben ein Oberhaupt. Das ist aus der Hölle. Ökumene siehst du natürlich jetzt schon, denn die Bibel richtet sich vor allem an dich als Christ, der du schon gerettet bist. Die Ökumene ist natürlich total antichristlich. Ist nichts, was wir in der Bibel finden. Diese Vorstellung verallgemeinert, dass wir als Christen alle zusammenarbeiten, als Christen sogenannte Katholiken, Protestanten, wir arbeiten alle zusammen
Oder noch extremer, die katholische Vorstellung, was sich eines Tages sicherlich realisieren wird. Spätestens wenn der Antichrist auftaucht, dann wird es buchstäblich eine weltweite Religion geben, eine weltweite Kirche. Die katholische Vorstellung, dass es eine Institution gibt und wir haben alle dasselbe Oberhaupt. Da würden Freikirchler nicht mitmachen, denkst du dir? Natürlich würde kein einziger durchschnittlicher Freikirchenchrist mitmachen. Aber lass mich dir das sagen. Der durchschnittliche Freikirchenchrist betet für die Einheit der Christen. Das ist ein typisches Gebet. Und wenn du in typischen liberalen Freikirchen in Deutschland warst, dann hast du es garantiert schon mal miterlebt. Wir haben irgendwie einen Gebetskreis, dann beten wir für die Einheit aller Christen. Ist das wirklich ein biblisches Gebet? Oder das, was die Leute sich dabei denken, ist das wirklich im Sinne Gottes, im Sinne der Bibel? Nein. Denn was sie sich dabei vorstellen, ist, dass wir Unterschiede beiseite legen und eher die Gemeinsamkeiten betonen. Und hey, sogar als konservativ angesehene Brüdergemeindler haben zum Teil diese Vorstellung. Wir wollen nicht unbedingt die Unterschiede betonen, sondern lieber die Gemeinsamkeiten. Hier ist das Problem an der Sache. Jeder Kompromiss in geistlichen Dingen führt unweigerlich zu einem weiteren Kompromiss. Natürlich würde jetzt kein einziger Freikirchler den Papst anerkennen. Aber begeben Sie sich durch jeden Kompromiss ein Stückchen weiter zu diesem katholischen Ziel? Ja, definitiv. Es gibt verschiedene Auffassungen von dem Begriff Ökumene, ökumenische Bewegung. Das ist kein Thema, das sich mit einem Satz zusammenfassen lässt. Aber ich will dir einen Überblick geben, damit du überhaupt weißt, worüber ich hier rede, ökumenische Bewegung. Es gibt nicht die eine korrekte Auffassung. Aber es gibt ein paar Punkte, die die verschiedenen Auffassungen von ökumenischer Bewegung verbindet. Das wäre Zusammenarbeit und Gemeinschaft unterschiedlicher Konfessionen in geistlichen Dingen. Auch wenn der durchschnittliche Protestant natürlich nicht einfach so den Papst als Oberhaupt anerkennen würde. Sie arbeiten trotzdem zusammen mit der katholischen Kirche. Sie haben Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. Es gibt gemeinsame Abendmahlfeiern zum Beispiel. Das ist etwas, was die unterschiedlichen Auffassungen verbindet. Zusammenarbeit und Gemeinschaft unterschiedlicher Konfessionen in geistlichen Dingen. Weitere Gemeinsamkeit, das Ziel der Einheit aller Christen. Dazu gibt es noch verschiedene Vorstellungen, aber letzten Endes haben alle, egal ob Katholiken, Protestanten, grob verallgemeinert dasselbe Ziel, dass wir alle irgendwie, wie das auch immer aussehen sollte, als Christen eins werden. Schau, ich will auch Einheit, aber in dieser Kirche, in der Ortsgemeinde wollen wir natürlich Einheit haben. Nicht einfach Einheit mit allen möglichen Konfessionen und wir legen Unterschiede beiseite. Und Unterschiede müssen beiseite gelegt werden, wenn du wirklich mit allen möglichen Konfessionen Einheit haben willst. Und ich werde dir natürlich zeigen, wenn wir dann auf die Bibel eingehen, wie unbiblisch das ist, wie gottlos das ist, wie vom Teufel das ist. Unweigerlich führt das natürlich zu Kompromissen. Unweigerlich. Ich meine, wenn Katholiken und Protestanten Abendmahl zusammen feiern oder Eucharistiefeier, der Protestant glaubt nicht, dass diese bescheuerte Oblate wirklich zum Leib Christi wird. Das ist aber, was der Katholik glaubt. Sie müssen Kompromisse in ihrer Lehre eingehen, um zusammen Abendmahl oder Eucharistie zu feiern. Ihre falsche Version davon. Denn beide Versionen sind falsch. Und jeder Kompromiss führt zu einem weiteren Kompromiss. Ich sage nicht, dass Kompromisse in allen Dingen, weltlichen Dingen, unbedingt falsch sind. Aber in geistlichen Dingen, wenn es um Dinge geht, die die Bibel konkret benennt, können wir niemals, dürfen wir niemals Kompromisse machen. Jeder Kompromiss, den wir mit dem Wort Gottes machen, führt zu einem weiteren Kompromiss. Das ist typischerweise die Richtung, in die es geht. Also auch wenn der typische Freikirchler nicht den Papst anerkennen wird. Jeder Kompromiss, den sie machen und wenn sie in ökumenischer Bewegung zusammenarbeiten und das machen sogar relativ konservative Brüdergemeinden. Konservativ aus welcher Sicht? Aus deutscher Sicht, weil was ist da noch konservativ? Sie gehen Kompromisse ein und letzten Endes jeder Kompromiss führt zu einem weiteren Kompromiss und führt zu einer gottlosen
antichristlichen Einheit aller Christen, die jetzt noch nicht wirklich absehbar ist. Aber rate mal was, in der Zukunft wird das kommen, wenn sich alle falschen Christen vereinen werden unter dem Antichristen. Die ökumenische Bewegung ist eine antichristliche Bewegung. Das Ziel ist klar zu sehen. Aber jetzt zu uns als Baptisten. Ich meine, haben wir irgendetwas damit zu tun? Sind wir Protestanten? Wir sind keine Protestanten. Das ist eine falsche Vorstellung, dass Baptisten Protestanten sind. Wir sind keine Protestanten, weil wir niemals katholisch waren und auch nicht das Ziel haben, wieder zur Mutterkirche zurückzugehen, wenn sie sich endlich reformiert. Wir sind keine Reformer. Wir glauben nicht, dass wir den Teufel reformieren können. Der Teufel war der Lügner von Anfang an. Und er würde es auch bleiben. Du kannst den Teufel nicht reformieren. Wir sind keine Protestanten. Wir sind keine Reformer. Zur Hölle mit der katholischen Kirche. Zur Hölle mit der Ökumene. Wir sind Baptisten. Wir glauben an die Bibel. Jetzt zu uns Baptisten. Jetzt zurück zur Bibel. 2. Korinther 6, Vers 14. Jetzt, wo du eine Vorstellung hast von ökumenischer Bewegung, lass uns diesen Vers nochmal lesen. 2. Korinther 6, Vers 14. Mach dir da ein Lesezeichen in Kapitel 6, dass wir da immer wieder zurückkehren können. Da heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Was ist ein Joch? Ich will hier auf einzelne Wörter in diesem Vers eingehen. Denn, lass mich dir das sagen, es ist wichtig, dass wir manchmal einen Schritt zurücktreten und uns einen Vers genau anschauen und darüber nachdenken, sozusagen an den Rosen riechen, was jedes einzelne Wort bedeutet. Und ich glaube, dass es in diesem Vers sehr, sehr wichtig ist. Denn Joch, dieses Wort zum Beispiel, ist kein Wort, das wir heutzutage typischerweise im normalen Sprachgebrauch verwenden, nicht wahr? Und es wäre gut, wenn du weißt, was Joch bedeutet. Ich meine, ich denke, es gehört zur Allgemeinbildung dazu. Aber hey, auf der anderen Seite werde ich dich nicht dafür verurteilen, wenn du dieses Wort nicht kennst. Denn hier ist die Realität. Wir leben in komplett anderen Zeiten heutzutage. Das ist ein Wort aus der Landwirtschaft. Das ist etwas, was wir heutzutage nicht mehr wirklich nutzen. Und es ist nicht schlimm, wenn du dieses Wort nicht kennst. Ich kann verstehen, warum. Es gibt Konzepte in der Bibel, die alt sind, die heute nicht mehr einfach typisch in Verwendung sind, wie auch immer. Das heißt nicht, dass die Bibel irgendwie aktualisiert werden muss. Denn weißt du was? Die Bibel ist ein altes Buch. Du denkst, oh, manche so schwer zu verstehen. Okay, es geht um alte Konzepte. Es geht um landwirtschaftliche Konzepte. Es geht um Konzepte aus der Seefahrt, mit denen wir typischerweise keine Berührung haben in unserem alltäglichen Leben. Natürlich muss man sich dann mit einzelnen Wörtern beschäftigen, was das bedeutet. Und ich will mir einfach die Zeit nehmen und auf diesen einen Vers eingehen und mit dir schauen, was das bedeutet, dieser Vers, was das Wort Joch bedeutet, was es für eine geistliche Relevanz hat. Denn die geistliche Relevanz, glaube ich fest, ist immer am allerwichtigsten. Ein Joch ist ein Geschirr, mit dem typischerweise zwei Ochsen angespannt werden. Ein Geschirr, das ist etwas zum Beispiel, was man einem Pferd anlegt, nicht wahr? Dass man das Pferd reiten kann. Ein Joch ist ein Geschirr, mit dem man typischerweise zwei Ochsen anspannt. Und du musst dir ein Joch so vorstellen, das ist wie ein Balken, der auf zwei Ochsen gelegt wird. Also hier sind die zwei Ochsennacken, das ist ihr Nacken, und es wird ein Balken auf ihren zwei Nacken gelegt. Ja? Sie tragen dann hier auf dem Nacken diesen Balken. Und ihre Köpfe der Ochsen, sie werden festgemacht um ihren Hals herum an dem Balken, der auf ihrem Nacken liegt. Hier ist der Balken und ihre Köpfe werden daran festgemacht an diesem Balken. Okay, das ist ein Joch, das ist ein Geschirr, mit dem zwei Ochsen angespannt werden. Und an dem Balken wird dann beispielsweise ein Pflug befestigt oder ein Karren könnte man daran befestigen. Das heißt, sie ziehen diesen Balken, die zwei Ochsen, sie sind in diesem Joch. Sie ziehen das Joch und daran ziehen sie einen Pflug, typischerweise. Um dir eine grobe Vorstellung davon zu geben, was ein Joch überhaupt ist. Und ich finde es deshalb so wichtig, darauf einzugehen, denn man kann versucht sein, einfach solche Verse zu überlesen. Denn das Wort Joch, das hast du garantiert schon mal gelesen in der Bibel. Ich meine, sagt nicht Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Natürlich kennt jeder diesen Vers, typischer Vers,
Aber was bedeutet das Wort Joch? Manchmal ist es wichtig, einfach darüber nachzudenken, sich wirklich zu hinterfragen, okay, weiß ich überhaupt, was das bedeutet? Ich hoffe, diese Erklärung hilft dir ein bisschen. Also was ist das Bild, das wir hier bekommen, wenn wir diesen Vers lesen? 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das Bild, das wir da bekommen, die Vorstellung, die wir da bekommen, ist zwei Ochsen, die in einem Joch ziehen. Wir denken daran an Arbeit. Ja, das ist das, was das symbolisiert. Arbeit, Zusammenarbeit, Dienst, gemeinsamer Dienst. Deswegen wird auch davon gesprochen, jemanden zu unterjochen. Ja, denn in einem Joch, da kann sich der Ochse kaum bewegen. Er kann eigentlich nur mehr oder weniger nach gerade ausschauen, kann seinen Kopf nicht wirklich bewegen. Da kommt das Wort unterjochen, über jemanden zu herrschen, ihn zu unterdrücken. Woran denken wir, wenn wir das hier lesen? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Wir denken natürlich, wir sollten automatisch an Dienst denken, an Arbeit, nah beieinander zu arbeiten, dasselbe Ziel zu haben. Die zwei Ochsen, die können nur nach vorne schauen. Sie sind fest in diesem Joch. Aber natürlich gibt es eine geistliche Relevanz. Und Geistliches müssen wir geistlich erklären. Wir können nicht geistliche Konzepte mit weltlichen Büchern erklären. Natürlich, es ist wichtig, einzelne Wörter zu erklären. Was bedeuten die? Was sagt ein Wörterbuch? Aber jetzt zu den geistlichen Dingen. Geistliches, geistlich erklären. Ich habe dir diesen Vers schon zitiert, Matthäus 11, Vers 29. Du schlägst 5. Mose, oder du schlägst 1. Korinther 9, Vers 7 auf. 1. Korinther 9, Vers 7. Ich lese dir vor aus Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also nehmt auf euch mein Joch, sagt Christus. Kein fremdes Joch, sondern das Joch Christi sollen wir auf uns nehmen. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist besser, das Joch Christi zu tragen. Du wirst irgendjemandem dienen. Es ist besser, das Joch Christi zu tragen, auf deinem Nacken Christus zu dienen. Denn sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Gottes Gebote halten ist nicht schwer, sagt die Bibel. Dagegen das Joch, das weltliche Herrscher einem auferlegen können. Das Joch, dass falsche Religionen Menschen auferlegen, dass Sekten Menschen auferlegen. Das ist ein schweres Joch, das du nicht tragen willst. Aber irgendein Joch musst du tragen. Trage das Joch Christi. Ziehe nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Und ich gehe natürlich noch weiter darauf ein, was das dann letzten Endes für uns bedeutet. Kein fremdes Joch tragen. Ja, wir sollen das Joch Christi tragen. Und wir sollen... Was ist der Dienst, den Christus uns auferlegt hat? Was ist das Joch, das wir tragen? Wir pflügen den Acker der Welt. Und was sagt Jesus im Gleichnis vom Sämann, Matthäus Kapitel 13? Der Acker ist die Welt, die Ernte, aber es ist das Ende der Weltzeit. Also der Acker symbolisiert die Welt und wir pflügen die Welt. Wir machen die Welt fruchtbar. Wir machen die Welt aufnahmefähig für das Evangelium, dass wir dann den Samen säen können. Ja, das sind Bilder, das sind Symbole, an die wir dabei denken. Was ist der Dienst, den wir haben, das Evangelium zu verkündigen? Das ist das Joch, das Christus uns auferlegt, unter anderem. Ja, wir pflügen den Acker der Welt, wir bereiten Menschen vor, wir säen einen Samen und so weiter. Wenn Christen dagegen mit Ungläubigen, mit Irrlehrern zusammenarbeiten, dann tragen sie nicht das Joch Christi. Sie tragen ein fremdes Joch. Christen, die mit Ungläubigen in geistlichen Dingen zusammenarbeiten. Ich komme gleich noch dazu, dass es hier nicht um Zusammenarbeit allgemein geht, sondern um geistliche Zusammenarbeit. Christen, die in geistlichen Dingen mit Ungläubigen, mit Irrlehrern zusammenarbeiten, sie tun dem Teufel einen Gefallen. Glaubst du wirklich, dass sie das Joch Christi tragen? Denn der andere Typ, der Irrlehrer, der trägt ein anderes Joch. Hier ist das Ding. Wenn du zusammenarbeitest mit einem Irrlehrer, dann begibst du dich unter sein Joch, unter ein fremdes Joch. Du trägst nicht das Joch Christi, du tust dem Teufel einen Gefallen. Welche Tiere sind typischerweise in einem Joch angespannt? Sind typischerweise Ochsen. Du bist in 1. Korinther 9, Vers 7. Ich lese dir vor aus 5. Mose 22, Vers 10. Da heißt es, du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen.
Du sollst keine Kleidung aus verschiedenartigen Garnen anziehen, die aus Wolle und Leinen zusammengewoben ist. Also, hier sehen wir dieses Gebot, dass wir keine, oder dass im alten Israel, sie sollten keine Kleidung aus verschiedenartigen Garnen anziehen, die aus Wolle und Leinen zusammengewoben ist. Und das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Denn weder an Wolle noch an Leinen ist etwas an und für sich sündhaft. Das ist kein moralisches Gebot. Es ist keine an und für sich moralische Sache, um die es hier geht, sondern das ist eine geistliche Lektion, die Gott, Israel und letzten Endes uns damit erteilt. Denn alle diese Dinge wurden für uns aufgeschrieben. Und das sehen wir dann auch gleich in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 7. Oder ab Vers 7. Wenn es hier heißt, du sollst keine Kleidung aus verschiedenartigen Garnen anziehen, die aus Wolle und Leinen zusammengewoben ist, worum geht es? Wolle, das kommt von einem Tier. Ein Tier musste dafür getötet werden. Und das war jetzt Quatsch, was ich gesagt habe. Man muss natürlich kein Tier dafür töten, um Wolle zu haben. Okay. Aber um ein Fell zu haben, muss man natürlich ein Tier töten. Ja. Um das nochmal gerade zu stellen. Und das sehen wir im Garten Eden. Was hat Gott gemacht? Er hat Adam und Eva mit Fellen bekleidet. Nun, ein Tier musste dafür sterben. Dagegen Leinen ist von pflanzlicher Natur. Und was das symbolisiert ist, dass wir die Gerechtigkeit Christi anziehen sollen. Wir kleiden uns in Christi Kleidung. Gott gibt uns ein neues Kleid, Christi Kleid der Gerechtigkeit. Das Opferlamm, Jesus Christus, musste für uns geschlachtet werden. Und wir sollen nicht Wolle und Leinen vermischen in dem Sinne, dass wir nicht Christi Gerechtigkeit mit unserer eigenen Gerechtigkeit vermischen. Mit Garnen, die man selbst herangezüchtet hat. Denn Leinen kommt natürlich von Pflanzen. Das nur als kurze Erklärung dazu. Du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen. Also es hat hier eine geistliche Relevanz. Nicht zugleich zwei verschiedenartige Tiere. Ziehe nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, sondern es muss ein Gläubiger und ein Gläubiger sein. Nicht Rind und Esel, sondern Rind und Rind oder Ochse und Ochse. 1. Korinther 9, Vers 7, da heißt es, wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Jetzt kommt's. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Also, rhetorische Frage. Die Antwort ist, Gott kümmert sich nicht um die Ochsen. Es geht Gott nicht um die Ochsen dabei. Sorry, Tierschützer, dieser Vers richtet sich nicht an Ochsen. Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen, Vers 10? Oder sagt er das nicht vielmehr um unsertwillen? Denn es ist ja um unsertwillen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hinpflügen und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hindreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Worum geht es dabei? Spring runter zu Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die, Vers 13, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Mit wem werden hier geistliche Arbeiter, konkret Männer, die eine geistliche Position, ein geistliches Amt innehaben, wie Apostel, wie Pastoren, womit werden sie verglichen? Sie werden mit Ochsen verglichen. Ja, beziehungsweise der Ochse symbolisiert hier konkret im Kontext den Apostel Paulus. Ja, er repräsentiert einen Pastor. Geistliche Arbeiter, Männer, die ein geistliches Amt innehaben in der Kirche, sie sollen vom Evangelium auch leben können. Sie sollen Unterhalt bezahlt bekommen. Sie sollen von diesem Dienst leben und nicht darauf angewiesen sein müssen, eine geistliche Arbeit währenddessen auf der Seite zu verrichten, dass sie etwas zum Überleben haben, sondern sie sollen optimalerweise von dem Dienst, den sie tun, auch ernährt werden, auch ihren Anteil bekommen. Also der Ochse symbolisiert beispielsweise einen Apostel von damals oder einen Pastor, das, was der Ochse symbolisiert. Zwei verschiedene Tiere können nicht dasselbe Joch tragen, nicht ein geretteter Pastor zusammen mit irgendeinem Irrlehrer. Das Joch, das ist natürlich symbolisch. Ja,
Die Bibel sagt nicht, dass wir nicht in einem buchstäblichen Joch mit Ungläubigen ziehen sollen, sondern das Joch ist natürlich symbolisch gemeint. Das ist der Dienst, den wir haben. Was hat das für eine Relevanz? Es hat eine geistliche Relevanz. Das sehen wir hier eindeutig in diesen Versen. Es muss natürlich um etwas Geistliches gehen. Und ich gehe dann gleich noch weiter darauf ein, warum es hier nicht um weltlichen Dienst geht. Genauso die Tiere, die unter dem Joch sind, typischerweise Ochsen, haben auch eine geistliche Relevanz. Also wenn es heißt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, heißt das, dass wir nie mit Ungläubigen zusammenarbeiten können? Lass mich dir die Frage stellen. Können wir nicht in unserem weltlichen Beruf zusammenarbeiten mit ungläubigen Kollegen? Sind wir da nicht insofern unter einem Joch? Haben wir nicht mit unseren ungläubigen Kollegen in unserer weltlichen Arbeit ein Ziel, arbeiten zusammen, ziehen an einem Strang, arbeiten hart zusammen, haben denselben Dienst, dasselbe Joch? Ist das nicht der Fall? Ist irgendetwas falsch daran? Deswegen sage ich, es geht hier um geistliche Dinge. Das Joch, das hat eine geistliche Relevanz. Das Joch Christi sollen wir tragen. Kein fremdes Joch. Und nicht Rind und Esel, sondern Rind und Rind oder Ochse und Ochse. Wir brauchen Einheit und Einheit haben wir nur unter geretteten Christen. Wir haben keine Einheit mit Irrlehren, mit der katholischen Kirche oder sonst irgendwas. Aber du kannst dir die Frage stellen, was ist, wenn es bei dem fremden Joch vielleicht doch um weltliche Arbeit geht? Denn es gibt Beispiele dafür. Das Wort Joch, ich sage nicht, dass es immer geistlich angewendet wird. Das Wort Joch wird typischerweise in der Bibel einfach als Symbol verwendet für den Dienst. Beispielsweise, wenn fremde Völker Israel bedrückt haben, sie haben ihnen ein Joch aufgelegt, symbolisch gesehen. Sie haben sie unterdrückt, sie haben sie hart arbeiten lassen. Anderes Beispiel aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus 6, Vers 1, lese ich kurz vor. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Und hier geht es ganz einfach um weltliche Arbeit. Dein weltlicher Boss, ja, den sollst du aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Das Joch hier, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, ist ganz einfach weltlicher Dienst, deine weltliche Arbeit. Aber lass mich dir sagen, warum es bei dem fremden Joch in 2. Korinther 6, Vers 14 nicht um weltliche Arbeit gehen kann. Lass mich dir das erklären. Wenn wir die ganze Passage 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18 auf Zusammenarbeit oder noch allgemeiner auf Kontakte mit Ungläubigen allgemein anwenden, dann haben wir ein großes Problem. Dann würde es nämlich bedeuten, dass wir niemals auch nur annähernd irgendwie Kontakt haben dürften zu irgendeinem Ungläubigen. Wenn wir das so einfach lose allgemein auf Kontakt mit Ungläubigen anwenden wollen oder wenn wir das auf weltliche Arbeit, auf ein weltliches Joch anwenden wollen, weltliche Zusammenarbeit in unserem Beruf oder irgendwas, das würde bedeuten, dass wir gar keinen Kontakt mit ihnen haben dürfen. Bloß nicht in einem weltlichen Beruf arbeiten, wo Ungläubige sind. Bloß keinen Kontakt haben. Dann schau dir das an. Vers 17, 2. Korinther 6, Vers 17. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wenn wir diese Passage 1:1 anwenden, einfach auf Zusammenarbeit oder allgemein Kontakt zu haben mit Ungläubigen, würde es bedeuten, dass wir eigentlich aus der Welt hinausgehen müssten. Hier ist das Problem. 1. Korinther 5, Vers 9. Geht zurück zum 1. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 9. Lehrt die Bibel, dass wir einfach keinen Kontakt mit Ungläubigen haben dürfen? Dass wir keine Freundschaft mit Ungläubigen überhaupt haben dürfen? Lehrt die Bibel, dass wir mit Ungläubigen niemals zusammenarbeiten dürfen? Ist das, was die Bibel lehrt? Dann müsstest du aus der Welt hinausgehen. Dann kannst du nicht in dieser Welt leben. 1. Korinther 5, Vers 9, da heißt es, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Aha. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den Habsüchtigen. Oder Räubern. Oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Und dann fährt der Apostel Paulus fort, eben zu erklären, dass wir keinen Umgang haben sollen mit jemandem, der sich einen Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger ist und so weiter. Also, wir werden keinen Kontakt haben zu einem Bruder, der ein Unzüchtiger ist. Aber werden wir Kontakt haben zu Ungläubigen?
die unzüchtig sind, die Ehebrecher sind, die Räuber sind, die Götzendiener sind. Natürlich! Rate mal was, ich habe Götzendiener auf meiner Arbeit, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich unter einem Joch bin, mit denen ich am selben Strang ziehe, auf dasselbe Ziel hinarbeite. Daran ist nichts falsch. Denn ansonsten müssten wir aus der Welt hinausgehen. Also hier haben wir im ersten Korintherbrief, auch vom Apostel Paulus geschrieben, es geht um dieselbe Gemeinde, klare Verse, die sagen, indirekt sagen, dass natürlich nichts daran falsch ist, Kontakt zu haben, Umgang zu haben mit Ungläubigen. Okay, also geht es bei dem Joch? Lass mich dir nochmal vorlesen. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Geht es darum, dass wir niemals irgendwie zusammenarbeiten dürfen mit Ungläubigen? Oder geht es darum, wenn man das hier einfach stark verallgemeinern möchte, dass wir bloß nicht irgendwie Kontakt haben sollen zu Ungläubigen? Ist das, worum es hier geht? Nein. Sondern worum geht es hier? Es geht hier um geistliche Dinge. Denn das Joch, das hat auch, wie ich dir gezeigt habe, eine eindeutige geistliche Bedeutung, dass wir Christi Joch tragen sollen. Und die geistliche Bedeutung ist, wie schon gesagt, immer die wichtigste Bedeutung. Spirituelle Dinge sind wichtiger als weltliche Dinge. Dinge, die wir sehen, sind temporär, sie sind endlich, aber die Dinge, die wir nicht sehen, sind unendlich, sie sind für die Ewigkeit. Spirituelle Dinge sind daher wichtiger. Es geht hier um geistliche Dinge. Nicht nur das Joch hat eine geistliche Relevanz, sondern wir sehen auch, dass die Tiere, die typischerweise unter dem Joch sind, Ochsen, eine starke geistliche Relevanz haben. Christus selbst wird durch einen Ochsen repräsentiert, unter anderem. Auch durch einen Löwen, auch durch einen Adler, auch durch einen Menschen, aber auch durch einen Ochsen. Denn ein Ochse ist eben ein typisches Tier, bei dem man an Arbeit denkt. Ein Ochse wird für harte Arbeit verwendet. Das ist nicht unbedingt das schönste Tier, das ist nicht wie ein Pferd, ein schönes Ross oder so. Das ist einfach ein Arbeitstier. Für harte Arbeit wird es verwendet. Und genauso sind eben Pastoren beispielsweise harte Arbeiter. Ochsen werden als Symbol dafür verwendet. Es hat eine geistliche Relevanz. Nicht zwei verschiedene Tiere unter einem fremden Joch, sondern es müssen zwei gleiche Tiere sein unter demselben Joch. Unter dem Joch Christi. Also ich hoffe, du siehst, wie es hier in 2. Korinther 6, Abvers 14 um geistliche Dinge geht. Ich habe dir das bewiesen mit der Bibel, mit eindeutigen Versen. Wir haben geistlich erklärt. Das Joch hat eine geistliche Relevanz. Nicht immer, aber in diesem Kontext muss es eine geistliche Relevanz haben. Denn die Bibel sagt uns nicht, dass wir irgendwie keinen Kontakt haben dürfen zu Ungläubigen. Die Bibel sagt uns indirekt das Gegenteil, dass es in Ordnung ist, Umgang mit ihnen zu haben. Die Bibel sagt doch nicht, dass wir nie mit einem Ungläubigen irgendwie befreundet sein dürfen. Dass wir nie mit Ungläubigen zusammenarbeiten dürfen. Dann müssten wir nämlich was tun, aus der Welt hinausgehen? Okay, geht nicht, also werden wir Umgang mit ihnen haben. Also werden wir natürlich mit ihnen zusammenarbeiten. Aber in geistlichen Dingen können wir dasselbe Joch tragen? Nein, sie haben nicht das Joch Christi. Katholiken haben nicht das Joch Christi. Protestanten haben nicht das Joch Christi. Pfingstler haben nicht das Joch Christi. Wir werden nicht mit ihnen zusammenarbeiten, denn dann wäre es ein Ochse und ein Esel beispielsweise. Und der Esel ist schwächer als der Ochse, also wo wird dann der Pflug hingehen? Wird der Pflug geradeaus gehen auf dasselbe Ziel? Nein, der Pflug wird abdriften. Wenn hier der Ochse ist oder hier der Esel ist und da der Ochse und der Esel schwächer ist, der Ochse schneller läuft, dann driftet der Pflug ab und geht in eine falsche Richtung. Der Langsamste, der Schwächste gibt, der geistlich Schwächste, ich versuche mich richtig auszudrücken, der gibt dann das Tempo vor, der gibt dann die Richtung vor. Wenn wir anfangen zusammenzuarbeiten mit Katholiken, mit Irrlehrern, dann geben sie die Richtung vor. Dann geht es in ihre Richtung, dann geht der Pflug in die falsche Richtung. Schau dir Vers 15 an. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Das ist 2. Korinther 6, Vers 15. Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Nun, lass mich dir auch hier erklären, dass es um eindeutig geistliche Dinge gehen muss. Nicht um weltliche Zusammenarbeit allgemein. Denn
kann ich nicht Gemeinschaft haben mit einem Ungläubigen? In dem Sinne, dass ich etwas gemeinsam mit ihm habe? Schau mal, ich spiele gerne Siedler von Catan. Ein Ungläubiger kann auch gerne Siedler von Catan spielen. Wir haben etwas gemeinsam. Das ist eine rhetorische Frage. Wenn es hier heißt, was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen, was bedeutet das? Der Gläubige hat gar nichts gemeinsam mit einem Ungläubigen. Nun, hier ist das Problem. Wenn wir das auf weltliche Dinge beziehen, dann wäre das falsch. Dann würde es nicht stimmen. Natürlich habe ich gemeinsame Hobbys mit Ungläubigen. Natürlich haben wir Gemeinsamkeiten. Was die Bibel hier aber sagt ist, was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Das ist rhetorisch gemeint. Also der Gläubige hat gar nichts gemeinsam mit einem Ungläubigen. Also worum muss es hier gehen? Es geht nicht um weltliche Dinge, sondern es geht um geistliche Dinge. Denn ich habe einen neuen Menschen in mir, dagegen der Ungläubige ist nur Fleisch. Er hat nicht zwei Naturen. Das heißt, ich als Christ, als der neue Mensch, ich habe buchstäblich gar nichts gemeinsam mit einem Ungläubigen. Es geht hier um geistliche Dinge. Da ich als Christ, als neuer Mensch, nichts gemeinsam habe mit einem Ungläubigen, der nicht zwei Naturen hat, der einfach nur Fleisch ist, wie kann ich dann mit ihm zusammenarbeiten in geistlichen Dingen? Ich kann in meinem weltlichen Job mit ihm zusammenarbeiten, kein Problem. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, wo ist die Gemeinsamkeit? Wo ist die Gemeinschaft? Gibt es gar nicht. Außerdem haben wir hier schon eindeutig gesehen, im ersten Vers, wenn wir wirklich uns darauf fokussieren, was hier Wort für Wort steht, dass es hier um Arbeit geht. Es geht nicht darum, irgendwie Freundschaft zu haben. Das ist nicht, worum es hier geht. Ja, zieh nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, ein Joch zu ziehen, das ist schwer, das ist Arbeit. Es geht hier nicht um Freundschaft irgendwie allgemein. Schau, ja, du solltest dir deine Freunde weise aussuchen. Es gibt falsche Freunde. Und typischerweise sind Ungläubige keine guten Freunde. Und wenn deine besten Freunde Ungläubige sind, ja, dann machst du was falsch. Aber das heißt nicht, dass wir nicht locker befreundet sein können mit Ungläubigen, die wir, was weiß ich, von der Arbeit kennen, vom Studium kennen. Und dann gehst du nachmittags vielleicht mal mit ihnen irgendwie Tennis spielen oder was auch immer. Daran ist nichts falsch. Denn schau, diese Stelle, worum geht es hier? Worum geht es in dem gesamten Abschnitt? Was sagt der erste Vers, Vers 14? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Es geht um Arbeit. Um welche Arbeit geht es? Geht es um weltliche Zusammenarbeit? Nein, es muss um geistliche Zusammenarbeit gehen. Und ich will hier wirklich genau darauf eingehen, denn manchmal können wir Verse überlesen und nicht wirklich darüber nachdenken, was bedeutet das? Worum geht es im Kontext? Was sagt der Rest der Bibel dazu? 2. Korinther 6, Vers 12. Geh ein paar Verse zurück im selben Kapitel 2. Korinther 6, Vers 12. Da schreibt der Apostel Paulus, ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Und er sagt davor in Vers 11, unser Mund hat sich euch gegenüber weit geöffnet. Ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Was der Apostel Paulus im Grunde genommen sagt zu der Gemeinde in Korinth. Hey, wir lieben euch. Es ist weit in unseren Herzen für euch. Unser Herz ist offen für euch. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Eure Herzen sind eng. Ihr zeigt nicht dieselbe Liebe, die wir euch zeigen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Was sich der Apostel Paulus wünscht ist, dass er von seinen Kindern im geistlichen Sinne mehr zurückgeliebt wird. Dass er auch dieselbe Herzensweite erfährt. Es ist eng in ihren Herzen. Er wird nicht so geliebt, wie er sich das gewünscht hätte von den Korinthern. Er wird nicht so geschätzt, wie er sich das gewünscht hätte von seinen eigenen Kindern im geistlichen Sinne. Warum gehe ich auf diesen Vers ein? Nun, die Korinther, sie haben Paulus, es heißt nicht, dass sie Paulus gar keine Liebe gezeigt haben. Wir lesen auch andere Verse, die zeigen, dass sie Paulus geliebt haben. Aber anscheinend nicht so, wie Paulus
sich das zu Recht gewünscht hätte, wie sie es hätten tun sollen Paulus gegenüber. Ihr Herz war nicht so weit, ihr Herz war eng. Aber dagegen war ihr Herz anscheinend einigermaßen offen für die falschen Personen. Schau dir 2. Korinther 11, Vers 3 an. Geh ein paar Seiten weiter zu Kapitel 11. 2. Korinther 11, Vers 3, da heißt es: Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Was haben wir gelesen? In 2. Korinther 6, Vers 12. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Wahrscheinlich, weil der Apostel Paulus sie auch ziemlich stark zurechtgewiesen hat. Und sie hatten nicht unbedingt die beste Einstellung, sondern wir lesen an anderer Stelle, dass sie aufgeblasen waren, dass sie jemanden nicht rauswerfen wollten aus der Gemeinde. Und sie hatten nicht dieselbe Wertschätzung gegenüber dem Apostel Paulus, so wie der Apostel Paulus ihnen gegenüber und seine Mitarbeiter ein weites Herz hatten. Aber die Korinther waren ziemlich offen für die falschen Personen. Und ich will nicht, dass du falsch verstehst, natürlich waren sie offen für den Apostel Paulus, aber ihr Herz war leider ziemlich offen für die falschen Personen auch. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ich meine, sagt der Apostel Paulus hier wirklich, ah, das habt ihr gut gemacht? Er meint das nicht ernst. Er sagt im Grunde genommen, hey, diese Irrlehrer, die zu euch kommen, super, toll, wow, habt ihr gut gemacht, dass ihr die aufgenommen habt. Super. Dieses andere Evangelium, das sie gebracht haben, toll, gut gemacht, richtig gut. Ist natürlich sarkastisch gemeint. Sie haben das gut ertragen, wenn jemand zu ihnen kam und einen anderen Jesus verkündigt. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Hatten die Korinther ein Problem damit? Eindeutig. Deswegen zeige ich dir diese Verse. Also es passt auch in den Kontext des gesamten Briefes. Es passt in den Kontext der Korinther-Gemeinde, wenn ich sage, dass es bei den Versen in 2. Korinther Kapitel 6, Abvers 14 um Ökumene geht. Ökumene ist natürlich grundsätzlich falsch. Das ist die Grundlage, auf der ich baue, dass Ökumene natürlich grundsätzlich falsch ist. Das ist eine Bewegung Ungläubiger. Und hatten sie ein Problem damit, dass sie Ungläubige aufgenommen haben? Dass sie mit ihnen zusammengearbeitet haben? Ja, sonst hätte der Apostel Paulus nicht das geschrieben, was er geschrieben hat. Zieht nicht in einen Fremden Joch mit Ungläubigen. Warum hat er das wohl geschrieben? Weil sie das getan haben. Und sie haben es gut ertragen, wenn jemand mit einem falschen Evangelium kam. Würden wir automatisch gute Werke tun, dann müsste die Bibel uns nicht sagen, dass wir im Geist wandeln sollen. Gäbe es nicht Christen, gerettete Christen, gerettete Gemeinden, die mit Irrlehrern zusammenarbeiten, dann müsste es diese Verse hier nicht geben. Schau, das ist die Realität, dass sogar an und für sich gerettete Gemeinden, wahre, legitime Gemeinden vor dem Herrn, mit Irrlehrern zusammenarbeiten. Baptistengemeinden in den USA, die irgendwelche Irrlehrer einladen, die irgendwelche Juden sogar einladen. Und das ist nicht der typische Jude, der weltlich, der säkular ist, den du an der Tür triffst beim Seelengewinn. Das sind natürlich eher religiöse Juden. Oder irgendein, habe ich mal gesehen, es wurde ein israelischer Soldat eingeladen in eine Gemeinde. Um dann halt, keine Ahnung, irgendwie davon zu erzählen, wie das war im Krieg und wen sie alle umgebracht haben von den Palästinensern oder was. Wie gottlos ist das denn? Mit Juden wird zusammengearbeitet, sie werden eingeladen, es werden irgendwelche Irrlehrer eingeladen. Die lehren, dass du von deinen Sünden umkehren musst, um gerettet zu werden. Ja, das ist nicht so schlimm. Und das ist die Einstellung von Gemeinden auch in Deutschland. Nicht wahr? Naja, wir glauben zwar, dass wir unser Heil nicht verlieren können, aber wenn es jemand anders sieht, dann ist es auch nicht so schlimm. Das ist ein Irrlehrer.
wenn er nicht lehrt, dass du dein Heil niemals verlieren kannst. Wenn jemand Heilssicherheit ablehnt, ewige Sicherheit ablehnt, ist er ein Irrlehrer. Ich spreche jetzt natürlich von einem Prediger oder von einem Pastor. Schau, das ist ein Phänomen, das tatsächlich existiert und das sehr, sehr typisch ist in unseren Zeiten. Dass an und für sich gerettete Gemeinden, legitime Gemeinden, Irrlehrer einladen, falsche Propheten einladen, die einen Vortrag halten, klatsch, 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 ganz, ganz toll, und wir legen unsere Unterschiede beiseite. Naja, wir glauben zwar an Heilssicherheit, aber wir wollen jetzt auch nicht spalterisch sein und so. Doch, sei spalterisch! Spaltet euch ab von Irrlehrern. Geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, sagt die Bibel. Und die Korinther-Gemeinde war eine legitime Gemeinde. Wir sollten nicht denken, dass Gemeinden, die Irrlehrer einladen, die mit Irrlehrern zusammenarbeiten, an und für sich keine legitimen Gemeinden mehr sind. Nun, sie begeben sich auf einen finsteren Pfad. Auf einen sehr finsteren Pfad. Aber schau, das ist ein Problem, das offensichtlich die Korinther hatten. Sie zogen in einen fremden Joch mit Ungläubigen. Warum hat der Apostel Paulus ihnen das wohl geschrieben? Weil sie so ein Problem hatten, wie wir sehen, beispielsweise in 2. Korinther 11, Vers 4, dass sie das gut ertragen haben, wenn jemand mit einem anderen Evangelium kam, mit einem anderen Jesus. Die Gemeinde in Sardes, bilde ich mir ein, in der Offenbarung, wo es heißt, doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Das war eine Gemeinde, in der es wahrscheinlich hauptsächlich sogar Ungläubige waren. Denn die Bibel sagt, doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und worum geht es dabei? Es geht um Errettung. Denn dann sagt Jesus, wer überwindet, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und so weiter. Also das war immer noch offensichtlich eine legitime Gemeinde. Nun, sie standen natürlich in der Gefahr, und es ist auch passiert, sie haben ihren Status als legitime Gemeinde verloren. Oder gibt es noch die Gemeinde in Sardes? Sie ist gestorben, die Gemeinde. Gemeinden, die sich auf so einen finsteren Pfad begeben, sie stehen natürlich in der Gefahr, bald zu sterben. 2. Korinther 6, Vers 14. Geh wieder zurück zu 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Schlage Epheser Kapitel 4, Vers 4 auf. Epheser Kapitel 4, Vers 4. Ich lese dir vor aus Epheser Kapitel 5, Vers 10. Da heißt es, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Also, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Rhetorische Frage. Keine Gemeinschaft hat das natürlich. Licht und Finsternis sind totale, polare Gegensätze. Was sollen wir tun? Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Nun, lass mich dir das sagen. Wenn du in einen katholischen Götzendienst gehst mit deinen Eltern, um deine Eltern zufriedenzustellen einfach nur, dann deckst du die Werke der Finsternis nicht auf. Du deckst die Werke der Finsternis nicht auf, wenn du Gemeinschaft hast mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wie willst du die unfruchtbaren Werke der Finsternis aufdecken, wenn du Gemeinschaft mit ihnen hast, heuchelst, andere Leute, beispielsweise deine Familie, zufriedenstellen willst? Und es gibt Christen, die machen das. Sie wollen einfach nur heucheln, ihre Familie zufriedenstellen. Dann gibt es irgendwie ein Ereignis, irgendwie eine Hochzeit beispielsweise und natürlich eine katholische Messe. Ja, und dann gehst du da auch hin und so. Nein. Auch in deinem persönlichen Leben brauchst du klare Abgrenzung von falschen geistlichen Dingen. Nicht Abgrenzung von Ungläubigen allgemein. Liebe deine ungläubige Familie. Schau, optimalerweise, aus christlicher Sicht, sollte sich deine Beziehung zu deiner ungläubigen Familie verbessern, jetzt da du Christ bist. Jetzt solltest du einiges besser machen als vorher. Das wird nicht immer der Fall sein, was hoffentlich nicht an dir liegt. Das wird nicht immer der Fall sein, denn natürlich werden Ungläubige in deiner Familie sauer reagieren, wenn du dich abspaltest in manchen Dingen.
Aber du solltest daran arbeiten, ein guter Christ zu sein, der seinen Nächsten so liebt wie sich selbst. Und daher sollte eigentlich, ausgehend von dem, was du tust zumindest, die Beziehung sich verbessern zu deiner ungläubigen Familie. Wird nicht immer der Fall sein. Und ich hoffe, dass es nicht an dir liegt. Dass du nicht irgendwie andauernd einfach nur ein Mistkerl bist zu deiner ungläubigen Familie und ihnen nicht mit Liebe entgegenkommst. Du dienst Gott nicht, wenn du gemeinsam Gottesdienst feierst mit Irrlehrern, die Dämonen verglichen werden. Irrlehrer werden mit Dämonen verglichen. Judas 1, Vers 6 sagt, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Irrlehrer, um die hier geht es hier im Judasbrief, sie werden verglichen mit Dämonen, für die es keine Hoffnung mehr gibt, die jetzt schon aufbewahrt sind für das Gericht des großen Tages, mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Ökumene im Licht der Bibel, das ist der Titel meiner Predigt. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Keine Gemeinschaft. Nicht irgendwie ja, Gemeinsamkeiten betonen. Hey, interessiert mich nicht, was wir angeblich für Gemeinsamkeiten haben mit der katholischen Kirche, denn sie sind nicht gerettet, sie sind in der Finsternis, sie sind vom Teufel. Katholische Kirche ist vom Teufel, wir werden nichts damit zu tun haben. Okay, reden wir von uns, wir sind Baptisten. Wir werden natürlich nichts mit der katholischen Kirche zu tun haben. Aber ich will einfach nur allgemein sagen, es gibt da draußen andere Gemeinden, die Irrlehrer einladen. Und das sind an und für sich gerettete Gemeinden, legitime Gemeinden. Sie laden Irrlehrer ein und sie machen in dem Sinne Ökumene. Es gibt Freikirchen in Deutschland, Brüdergemeinden sogar. Sie würden zwar niemals wirklich 100% bei Ökumene mitmachen, aber wenn es dann irgendwie um einen Gebetskreis geht von einer christlichen ökumenischen Arbeitsgemeinschaft aller Konfessionen in einer Stadt, dann wird zu dem Gebetskreis eingeladen. Habe ich schon gesehen. Schau, das ist Ökumene. Und ich sage nicht, dass es Ökumene ist mit einem tatsächlich geretteten Bruder, der falsche Vorstellungen hat, der einer anderen Gemeinde angehört, mit ihm zu beten. Das ist nicht Ökumene. Aber rate mal was. In ökumenischen Arbeitsgemeinschaften sind nicht nur gerettete Christen vertreten. Da sind auch sogar Siebenten-Tags-Adventisten vertreten. In Görlitz, in meiner Heimatstadt, habe ich gesehen. Und dann wird auch mit denen zusammen Gebetskreis gemacht oder was auch immer. Das ist falsch. Aber lass mich dir sagen, was Ökumene nicht ist. Und das ist auch wichtig zu sagen, was es nicht ist. Weil auf der anderen Seite nämlich manche Christen eine zu krasse Vorstellung darüber haben. Eine viel zu krasse Vorstellung. Lass mich dir sagen, was Ökumene nicht ist. Es ist nicht Ökumene, Seelengewinne zu gehen mit einem Bruder, der beispielsweise an eine falsche Art der Taufe glaubt. Oh, ist ein Kindertäufer. Schau, es gibt sogar Kindertäufer, die aber das richtige Evangelium glauben. Die nicht glauben, dass die Taufe heilsnotwendig ist. Warum taufen sie dann Kinder? Nun, ja, das ist dumm, richtig. Das ist richtig bescheuert. Also, es gibt solche Leute, Reformierte, die Kindertaufe praktizieren, was vom Teufel ist, was gottlos ist, diese Sache an und für sich. Aber sie haben das richtige Evangelium. Sie sind gerettet, sie sind Brüder. Schau, es ist nicht Ökumene, Seelengewinn zu gehen. Mit einem Bruder, mit einem wiedergeborenen Christen. Auch wenn der eine falsche Vorstellung der Taufe hat. Aber hier ist das Ding, wir werden nicht gemeinsam mit ihm Kirche machen. Ziehe ich in einem fremden Joch mit Ungläubigen, wenn ich gemeinsam Seelen gewinnen gehe mit einem gläubigen Bruder? Das ist kein fremdes Joch, das wir da tragen. Wir tragen dasselbe Joch. Schau, die Lehre aus 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18 ist, um Gemeinschaft zu haben, brauchen wir Übereinstimmung. Kann ich Gemeinschaft haben beim Seelengewinnen mit einem Bruder? Ich spreche von einem Geretteten. Ja, denn wir haben die Übereinstimmung des richtigen Evangeliums. Lass mich dir aber sagen, was Ökumene wäre. Es ist nicht Ökumene, Seelengewinn zu gehen beispielsweise.
mit einem geretteten Bruder, der auch ziemlich krasse falsche Vorstellungen hat zu manchen Themen. Das wäre nicht Ökumene. Ist er gerettet? Ja, okay, also wo ist das Problem? Aber ich sage das deshalb, weil es Leute gibt, die eine falsche und zu krasse Vorstellung haben. Was dagegen Ökumene wäre, dass wir gemeinsam Kirche machen, dass wir vielleicht zusammen eine Kirche gründen oder dass wir unsere Gemeinden vereinen. Na, lass uns einfach diese Frage der Taufe beiseite legen. Okay, ihr macht halt Taufe so mit Besprenkeln, wir tauchen unter und lass uns einfach, wir wollen Einheit haben. Lass uns eine Kirche gründen, wir schließen uns zusammen in einem ökumenischen Arbeitskreis. Vielleicht zwei Gemeinden, die gerettet sind. Aber sagen wir jetzt als Beispiel, sie haben, die eine Gemeinde glaubt an die richtige Taufe, die andere Gemeinde hat eine katholische Taufe. Und nochmals, es gibt tatsächlich solche Christen. Sie sind gerettet, aber sie glauben an eine falsche katholische Taufe. Kein Witz. Und dann schließen wir uns zusammen, wir machen zusammen Kirche, wir feiern zusammen Gottesdienst. Geht das? Wir werden nicht zusammen eine Kirche gründen, uns vereinen mit irgendwelchen Kindertäufern oder irgendwas. Nein, wird nicht passieren. Epheser 4, Vers 4. Du hast Epheser 4, Vers 4 aufgeschlagen. Da heißt es, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Also hier geht es um Einheit in der Kirche. Was ist Kirche? Es ist die Versammlung von Gläubigen vor Ort. Das ist nicht irgendwie ein mysteriöses Konzept, irgendwie alle Christen sind weltweit vereint. Nein, sind wir nicht. Kirche ist eine Kirche. Die Kirche in Ephesus zum Beispiel, die Kirche in Korinth, die es natürlich nicht mehr gibt. Die Kirche in Tempe, Arizona. Und hier gibt es natürlich auch mehrere Kirchen. Was brauchen wir, um Einheit zu haben in der Kirche? Was brauchen wir, um hier vor Ort eine Kirche zu sein? Wir brauchen nicht nur einen Herrn, wir brauchen nicht nur einen Glaube, sondern wir brauchen auch eine Taufe. Also es wäre Ökumene, wenn sich eine Baptistengemeinde mit einer reformierten, an und für sich geretteten Gemeinde zusammenschließt. Ja, lass uns einfach uns vereinen und wir legen halt diesen Unterschied der Taufe beiseite. Schau, nein, das ist Ökumene und spätestens da. Oder schon so früh da, könnte man sagen. Denn du denkst, du hast es vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Du hast vielleicht gar nicht an den Vers gedacht. Aber das ist, was die Bibel lehrt. Und ich zeige dir, was die Bibel hier lehrt. Dass wir eine Taufe brauchen, um Gemeinschaft, um Einheit zu haben in der Kirche. Können wir aber außerhalb der Kirche einfach als Christen beim Seelengewinnen zusammenarbeiten? Wo ist das Problem? Natürlich können wir mit Brüdern Seelengewinnen gehen, auch wenn sie teilweise falsche Lehren vertreten. Wir können aber nicht mit einem Bruder zusammen Seelengewinnen gehen, wenn er in Unzucht ist oder wenn er ein Ehebrecher ist oder wenn er ein Götzendiener ist. Denn das sind Dinge, wo die Bibel sagt, dass wir dann mit so einem noch nicht mal essen sollen. Ich will dir eine biblische Vorstellung davon geben, was es heißt, Ökumene zu machen. Oder was Ökumene auch nicht ist. Was sagt die Bibel? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Aber wenn es konkret um Kirche geht, um die Versammlung vor Ort, wir können keine gemeinsame Kirche gründen, wenn das Verständnis der biblischen Taufe nicht klar ist. Das einfach nur so als Beispiel. Zweiter Korinther 6, Vers 15, da heißt es dann weiter, geh wieder zurück zu 2. Korinther 6, da ist es in Vers 15, wie stimmt Christus mit Belial überein oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Die katholische Kirche ist vom Teufel. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Und wenn wir an Ökumene denken, denken wir natürlich hauptsächlich an katholische und evangelische Kirche, nicht wahr? Aber ob du es glaubst oder nicht, aber es gibt Freikirchler in Deutschland, die denken, dass manche Katholiken ja vielleicht auch gerettet sind. Das ist, was sie denken. Oder ich habe das mal gehört über eine Brüdergemeinde in Görlitz, in meiner Heimatstadt. Jemand ist zur katholischen Kommunion oder Konfirmation oder was auch immer gegangen, um das halt einfach so ein bisschen Gemeinschaft mit denen zu haben.
Verstehe ich nicht warum, aber okay. Ist natürlich eine dumme Idee. Und der Priester in dieser katholischen Kirche hat dann über die Brüdergemeinde gesagt, dass es eine sehr gute Gemeinde ist. Was für ein Armutszeugnis. Was für ein Armutszeugnis. Wenn eine katholische, wenn die katholische Kirche oder wenn ein katholischer Priester über eine Freikirche sagt, dass sie eine gute Gemeinde ist, was für ein Armutszeugnis. Hey, katholische Kirche ist vom Teufel und der Unterschied sollte glasklar sein. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Der Unterschied sollte glasklar sein. 2. Korinther 6, Vers 16, lass uns weiterlesen. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Schau, katholische Kirche, Götzendienst. Purer Götzendienst. Ich habe mich erinnert an Apostelgeschichte 19, Vers 35, das lese ich nur schnell vor. Da heißt es, da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach, ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Also natürlich, die Heiden damals, die hatten irgendwie eine Vorstellung, ja, Zeus hat vom Himmel dieses Bild herabfallen lassen von Diana und dann haben wir dieses Bild nachgemacht. Natürlich wissen sie, dass es einfach nur erfunden ist. Sie haben sich diesen Mythos eingeredet. Glaubst du nicht, dass es sowas auch heute gibt? Schau, Katholiken glauben, dass irgend so ein Bild von Maria vom Himmel gekommen ist. Es wurde vom Himmel eingegeben und es wurde bewahrt, dieses Bild. Oh. Es erinnert mich an Heidentum, weil es Heidentum ist, weil es Götzendienst ist. Und wir können damit nichts zu tun haben. Katholiken sind nicht gerettet. Ökumene, lass mich das sagen, führt unweigerlich zu Götzendienst. Ökumene führt unweigerlich zu Götzendienst. 2. Korinther 6, Vers 17, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Rührt nichts Unreines an. Schau, falsche Religion. Falsche Kirchen da draußen. Sie sind wie eine verwesende, stinkende Leiche, die wir nicht anrühren sollten. Ökumene ist jetzt schon eine Leiche. Wir haben nichts damit zu tun. Falsche Christen sind tot durch Übertretungen und Sünden. Ja, wir können nicht in geistlichen Dingen mit falschen Christen zusammenarbeiten. Wir werden sie erreichen mit dem Evangelium, aber wehe, dass sie uns erreichen mit ihrer Irrlehre. Wir werden sie nicht einladen. Irgendwie, halte doch mal eine Predigt für uns, du lieber Irrlehrer Lothar Gassmann, komm doch mal zu uns, lass uns die Unterschiede beiseite legen, auf die Gemeinsamkeiten fokussieren. Nein, kein Interesse. Du brauchst Absonderung auch in deinem persönlichen Leben. Habe ich vorhin schon gesagt. Natürlich, wenn wir über die ökumenische Bewegung im Licht der Bibel reden, geht es hauptsächlich darum, oder wir denken hauptsächlich darum, dass Protestanten, Katholiken zusammenarbeiten und Freikirchen, Pfingstler, wir arbeiten alle zusammen, wir legen Unterschiede beiseite. Das ist gottlos, das ist buchstäblich vom Teufel, es führt zu Götzendienst. Ja, es ist pure Finsternis, es ist boshaft. Wie können wir etwas mit Gesetzlosen gemeinsam haben? Und es geht nochmals um geistliche Dinge. Ja, es geht um Zusammenarbeit in geistlichen Dingen. Das ist, was diese Verse hier lehren in 2. Korinther 6. Es geht nicht darum, dass du nicht auf Arbeit mit deinen ungläubigen Kollegen zusammenarbeiten kannst. Es geht nicht darum, dass du locker befreundet sein kannst mit Ungläubigen. Nun, sie sollten nicht unbedingt deine besten Freunde sein. Das wäre komisch. Ökumenische Bewegung ist boshaft. Sie treten das Gesetz Gottes mit Füßen. Und ich will auf diesen einen Vers eingehen, an den ich mich erinnert habe. Es heißt hier in 2. Korinther 6, Vers
In Vers 1 ist das. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Schau, um Ökumene zu machen, musst du das Wort Gottes mit Füßen treten, Verachtung haben für den Herrn, Verachtung haben für seine Gesetze, für seine Gebote. Das ist bei uns nicht so. Und du denkst dir, okay, schau, Anselm, wir sind Baptisten. Wir werden niemals Ökumene machen. Aber ich will dich einfach nur persönlich davor warnen als Christ. Wozu Kompromisse führen können. Denn Freikirchen in Deutschland, die mal konservativer waren, die sind so abgedriftet und sie werden immer ökumenischer. Natürlich werden sie nicht den Papst einfach so annehmen. Natürlich werden sie das nicht tun. Aber jeder Kompromiss führt zu einem weiteren Kompromiss. Und wir müssen klare Grenzen setzen, auch in unserem persönlichen Leben. Du brauchst Spaltung in deinem persönlichen Leben. Du brauchst Absonderung in deinem persönlichen Leben. Schlage Richter Kapitel 6, Vers 25 auf. Ich möchte dir diese Geschichte zum Schluss vorlesen. Ich bin bald fertig mit meiner Predigt. Ich will einfach auf diesen persönlichen Aspekt eingehen. Schlage Richter Kapitel 6 auf. Richter Kapitel 6, Vers 25, da geht es um Gideon, einer der Richter eben, den Gott verwendet hat. Aber ich will darauf eingehen, wann Gott Gideon wirklich verwendet hat. Das war nach einem ganz besonderen Ereignis. Richter Kapitel 6, Vers 25. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder. Achte darauf, der deinem Vater gehört. Gideon war kein Götzendiener, aber er hatte eine gottlose, götzendienerische Familie. Und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Spring runter zu Vers 33, als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereint hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten. Da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß in das Schofarhorn und die Abiesriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen. Lass mich die Frage stellen. Wann kam der Geist des Herrn auf Gideon? Wann hat Gott Gideon verwendet, um Israel zu richten und zu retten? Wann hat er das getan? Gott hat Gideon erst verwendet. Er hat erst seinen Geist auf Gideon kommen lassen, als Gideon mit den Stieren seines Vaters das Standbild, das Götzenbild seines Vaters umgerissen hat. In jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der hat deinem Vater gehört. Und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört. Wenn du von Gott gebraucht werden willst in deinem persönlichen Leben, musst du mit der falschen Religion deiner Eltern brechen und keine Ökumene machen. Keine Ökumene in deinem persönlichen Leben. Schau, ich komme aus einer ungläubigen Familie. Ich komme aus keiner christlichen Familie. Okay, christlich traditionell so ein bisschen, aber nicht gläubig. Ich bin nicht gläubig aufgewachsen. Und es gab eine sehr entscheidende Situation in meinem Leben, ein sehr entscheidendes Ereignis in meinem Leben. Jemand in meiner Familie hatte Konfirmationsfeier. Und ich habe mich entschieden, weil ich nämlich schon vorher diese Verse gehört habe, eine Predigt darüber gehört habe, dass ich an dieser Konfirmationsfeier nicht teilnehmen werde. Und du denkst dir vielleicht, oh, wie krass ist das denn? Aber lass mich dir die Frage stellen. Ist es besser, zu einer Konfirmationsfeier oder zu einer katholischen Messe zu gehen, einfach nur um Verwandte zu befriedigen? Und dann bist du dort so die ganze Zeit so, ich hasse das hier und die gefällt es natürlich überhaupt nicht. Und dann willst du auch nicht irgendwie alles Gute zur Konfirmation wünschen oder alles Gute zu deiner Taufe wünschen, weil du weißt, dass es keine Taufe ist. Du heuchelst, jeder merkt das natürlich, dass du das nicht ernst meinst. Ist das besser oder ist es nicht vielleicht besser, kein Heuchler zu sein und einfach zu sagen, hey, ich liebe dich, ich wünsche dir das Beste für dein Leben, aber weißt du, ich bin Baptist, Religion ist mir sehr wichtig, das ist einfach etwas, wo ich nicht unbedingt dabei sein möchte, aber hey, ich werde nachher beim Kuchenessen dabei sein und das diplomatisch und höflich formulieren. Wäre das nicht besser? Anstatt ein Heuchler zu sein, dann bist du bei der, keine Ahnung, bei der Konfirmation oder bei der katholischen Messe so die ganze Zeit so... Und dann heuchelst du, wünschst vielleicht noch irgendwie so alles Gute zu deiner Konfirmation. Weißt aber, dass es vom Teufel ist, dass es eine falsche Kirche ist, dass es eine falsche Taufe ist, die sich der Teufel ausgedacht hat.
Die katholische Kirche ist vom Teufel, mein Freund. Evangelische Kirche ist vom Teufel. Falsche Religion ist vom Teufel. Ist es da nicht besser, einfach Nein zu sagen und eine Spaltung zu machen, freundlich zu sein zu deinen Verwandten, ja, sie zu lieben, aber klare Grenzen zu ziehen, wenn es um geistliche Dinge geht? Ist das nicht besser? Denn dann bist du glaubwürdig. Aber wenn du heuchelst, bist du nicht glaubwürdig. Das werden Leute früher oder später merken. Es ist besser, glaubwürdig zu sein, kein Heuchler zu sein, aber diplomatisch zu sein, höflich zu sein. Natürlich deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Aber liebst du deinen Nächsten wie dich selbst, wenn du ihn unterstützt in seiner falschen Religion? Alles Gute zur Taufe, wo du weißt, dass es keine Taufe ist, wo du weißt, dass er nicht gerettet ist, dass derjenige zur Hölle fährt. Das ist nicht Liebe. Aber ich wollte eigentlich auf dieses Beispiel eingehen aus meinem persönlichen Leben. Jemand hat in meiner Familie eben Konfirmationsfeier. Ich habe nicht daran teilgenommen. Weißt du, was passiert ist? An demselben Tag, als die Konfirmationsfeier stattfand, sollte Pastor Anderson nach Irland kommen und es sollte ein Seelengewinn-Event geben, Seelengewinn und Predigt und Taufe. Pastor Anderson wurde natürlich nicht die Einreise gewährt nach Irland. Stattdessen ist Pastor McMurtry gekommen. Es war ein großartiges Event. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe einen Bruder aus Deutschland kennengelernt, mit dem wir eine Seelengewinn-Gruppe gegründet haben, Deutschlands Seelengewinnen. Und durch diese Seelengewinn-Gruppe wurden buchstäblich hunderte Menschen in Deutschland gerettet. Und ich wurde bei dieser Veranstaltung getauft. Was wäre die Alternative gewesen? Ich hätte zu dieser Konfirmationsfeier gehen können. Wäre das besser gewesen? Schau. Um gebraucht zu werden von Gott in deinem persönlichen Leben, musst du mit der falschen Religion deiner Familie brechen. Und ich habe das selbst erlebt in meinem persönlichen Leben. Wo ich klar Nein gesagt habe, ich werde nicht zu dieser Konfirmationsfeier gehen. Und auch wenn die Veranstaltung in Irland nicht stattgefunden hätte, ich wäre trotzdem nicht hingegangen. Aber diese Veranstaltung hat am selben Tag stattgefunden. Und das war der Startpunkt, wo ich eben getauft wurde und angefangen habe, Seelengewinn zu gehen, eine Seelengewinngruppe gegründet habe, durch die hunderte Menschen in Deutschland zum Herrn gefunden haben, gerettet wurden. Gott kann dich gebrauchen, aber du musst brechen mit falscher Religion. Nein dazu sagen. Ja, ich liebe euch, meine Familie. Ja, ich liebe meinen Vater. Ich liebe meine Schwester. Ja, ich liebe meine ungläubigen Verwandten. Aber ich liebe nicht ihre falsche Religion und ich werde nichts damit zu tun haben. Keine Ökumene. Gott kann dich gebrauchen, aber du musst brechen mit der falschen Religion deiner ungläubigen Verwandtschaft. Du musst ein klares Nein dazu sagen. Was ist die ökumenische Bewegung? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Die ökumenische Bewegung ist eine Bewegung Ungläubiger, falscher Christen, mit der wir nichts zu tun haben sollten. Was ist die ökumenische Bewegung? Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Es ist eine gesetzlose Bewegung, die das Wort Gottes mit Füßen tritt. Die sich Christen nennen, aber eine Schande sind für den Herrn. Ich hasse die ökumenische Bewegung. Lasst uns alle Christus dienen, ihre verdammten Gotteslästerer. Jetzt zieht die Bibel in den Dreck. Was ist die ökumenische Bewegung? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es ist eine Bewegung der Finsternis und der Bosheit. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Es ist eine teuflische Bewegung. Es ist eine buchstäblich antichristliche Bewegung. Ich bin zu Beginn meiner Predigt schon darauf eingegangen, dass natürlich es wirklich letzten Endes eine weltweite Kirche geben wird. Mit dem Antichristen als Oberhaupt. Ich meine, es ist nicht offensichtlich, wie die ökumenische Bewegung letzten Endes dem Antichristen in die Hände spielen wird. Der religiöse Arm des damaligen Römischen Reiches, des damaligen Babylon, ja, der ist jetzt immer noch am Wirken. Der antichristliche Arm dieses antichristlichen Römischen Reiches. Und diese antichristliche Idee der Weltherrschaft, auch der religiösen Weltherrschaft,
Diese Idee lebt immer noch fort. Der Geist des Antichristen, der ist da. Und dass das Babylon der Endzeit, das wird diese Idee wirklich endgültig verwirklichen durch buchstäbliche Weltreligion. Eine antichristliche Bewegung. Wie stimmt der Tempel mit Götzenbildern überein? Was ist die ökumenische Bewegung? Eine götzendienerische Bewegung. Ökumene führt zu Götzendienst. 2. Korinther 6, Vers 17. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Du musst dem Herrn treu sein in deinem Leben. Wir als Kirche, wir bleiben dem Herrn treu. Und in deinem persönlichen Leben brauchst du auch Abspaltung, Absonderung von falscher Religion. Lass uns beten. Danke.